So, hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, nicht darauf achten, wie ich heute aussehe. Ich bin heute komplett in chiller Outfit. Ich hatte irgendwie voll Lust, heute einfach nur zu chillen, zu Hause aufräumen und alles gemütlich machen. Und Lian kommt schon bald nach Hause, so in einer Stunde. Papa-Ferien sind vorbei. Vielleicht gehen wir später noch eine Runde spazieren, lass ich mal gucken. Es wird ja zurzeit so schnell dunkel. Wir haben hier jetzt schon 2:30. Deswegen weiß ich nicht, ich wische jetzt gleich schnell durch. Mittagessen mache ich heute ganz einfach nur Chicken Nuggets und dazu vielleicht Pommes für die Kinder oder Nudeln, Reis, gucken, was die dazu haben möchten. Weil ich muss morgen einkaufen, ich habe heute nicht viel da. Ja, auf jeden Fall habe ich es mir heute richtig gemütlich gemacht. Ja, und ich nehme euch einfach heute wieder so ein bisschen mit. Bei Pepper, so lange uns. Ich bin jetzt auch gerade am Wischen. Will ich ein bisschen Ordnung reinkriegen. Mein Staubsauger ist kaputt schon wieder. Muss ich mir einen neuen Staubsauger wieder kaufen, weil ich habe mir bei eBay einen bestellt gehabt und der war so schlecht. Okay, 50 Euro kannst du auch nicht viel erwarten. Deswegen kauf mir wieder bei Saturn oder so einen neuen Staubsauger, der gut ist. Ja, jetzt habe ich wenigstens nur mit diesem Rohr gesaugt. Ein paar Stellen und jetzt wische ich durch. Ja, da würde ich einfach sagen, nehme ich euch heute wieder so ein bisschen mit. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf und jetzt sagen, sehen wir uns später. Noch heute werdet ihr mich die ganze Zeit, glaube ich, nur in so einem Gammel-Look sehen. Und später, wenn wir spazieren gehen, ziehe ich mich natürlich um. Und es schneit gerade, also Schneeregen ist bei uns die ganze Zeit. Das ist ekelhaft. Jetzt auch hier Kerzen gemacht. Ich muss auch auf jeden Fall für die neue Wohnung neue Teppiche kaufen. Also die gehen gar nicht, da sind überall schon so Flecken. Ich weiß nicht, ob man die rausbekommt. Also weiß sind die nicht mehr. Und genau, in der Küche habe ich jetzt gar keinen Teppich, habe ich gerade durchgewischt. Ja, mal gucken. Mal testen, ob ich zu Hause filmen kann. Meine Kamera nicht wieder spinnt oder so. Nee, das geht, ne? Zum Glück muss ich halt ab und zu Licht anmachen, weil so dunkel kann man nicht filmen. Ich muss noch eine Wäsche auf jeden Fall hochholen. Jetzt habe ich hier angefangen, Katzenklo zu wechseln. Muss ich auch noch einmal abduschen. Ich habe auch noch viel zu tun mit Wäsche. Meine Freundin kommt noch vorbei. Sie wollte ihre Sachen abholen und meine wieder bringen. Und diese Jackenstand. Ja, gleich Schatz. Diesen Jackenstand muss ich auch hier aussortieren, alles vernünftig machen, weil so geht gar nicht. Kennt ihr das? Ich ziehe mich immer um und dann schmeiße ich einfach so drüber. Ich hasse meine Angewohnheit. Ja, und Wäsche abhängen, neue hochholen, aufhängen, noch eine anmachen. Hier muss ich auch noch diese Kinderteppiche, Teppich waschen. Da kann ich die auch im Kinderzimmer hinlegen. Sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist dein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden in einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden unter den Blättern von einem Busch. Guck mal, Leute, es schneit ein bisschen. Ja, ich habe echt voll Lust auf. Sieht man so voll schlecht, ne? So könnt ihr das sehen, ne? Hui! Voll Lust rauszugehen. Soll mal ein bisschen doller schneiden. So, jetzt muss ich gleich überlegen, ob ich noch irgendeinen Teppich für die Küche habe. Im Keller oder so, aber ich glaube, die sind auch alle schon nicht mehr schön. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich hatte hier immer diese LED-Lampe an. Aber früher hat die Kamera ja immer so geflackert. Das macht die jetzt auch nicht mehr, ne? Ich sag dir, ich hatte irgendwas falsch eingestellt. So, lag mir schon Wäsche. Ja, wie gesagt, heute koche ich nicht besonders, weil ich nicht viel da habe. Deswegen mache ich einfach die Kinder Nuggets und gucken, Pommes habe ich noch. Oder ich mache, wie gesagt, Nudeln oder so. Gucken gleich, wenn ihr nach Hause kommt, auf was er Lust hat. Ja, und den Tannenbaum, der ist auch noch auf dem Balkon, muss ich auch gleich noch wegbringen. Ja, also heute steht eigentlich nur Haushalt an. Ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig. Aber eigentlich mögt ihr das ja, ne? Wenn man ja aufräumt oder so, ne? Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Genau, würde ich sagen, Geschirr waschen. Am besten ab. Ich stelle euch einfach hier hin. So. Okay,
Eichhörnchen jetzt zugucken, weil Geschirr waschen. Dieser Anzug ist so kuschelig und bequem, ne? Was mich auch zur Zeit wieder so ein bisschen fertig macht, ist mein Schwindel. Also ich habe hier immer diese Karussellschwindel, nee, Schwankschwindel, also keine Ahnung, ich stehe und es fühlt sich an, als ob mich das nach hinten hin und her so schleudert. Kennt ihr das? Das macht mich echt schon richtig fertig. Ich weiß nicht, was das ist. Auch gerade stehen kann ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich stehe unstabil auf den Beinen. Das ist voll anstrengend. Und dadurch kommen wieder meine Ängste. Ich leide unter dieser Angststörung. Dann habe ich immer sofort Angst, dass ich gleich Kontrolle über meinen Körper verliere, dass ich ohnmächtig werde oder dass ich umkippe, dass mein Kreislauf versagt, und damit habe ich echt zu kämpfen. Aber ich nehme jetzt schon zweite Woche nehme ich meine Tabletten nicht mehr, weil durch die nehme ich so zu, habe ich keine Lust mehr. Ich versuche ganz stark zu bleiben, das ohne Tabletten hinzubekommen. Aber ich hole mir morgen aus der Apotheke diese pflanzlichen Tabletten. Die heißen Laser und die beruhigen, finde ich, schon ein so ein bisschen. Sind zwar nicht gerade so günstig, aber egal, wenn die helfen, nehme ich die. Meine anderen Tabletten, diese Opipramol, werde ich dann erstmal nicht nehmen, nur wenn es richtig stark wird mit meinen Angstgefühlen. Die kann ich ja nicht steuern, die sitzen einfach bei mir drinne und die geben mir immer das Gefühl, jetzt passiert mir was. Und ja, das verstehen, glaube ich, nur die Leute, die selber drunter leiden. Und da nehme ich die ein. Bis jetzt geht's noch. Also gestern war ich kurz davor, die zu nehmen. Aber dann habe ich es doch noch geschafft. Und guckt mal, heute Abend will Luis baden. Das ist extra ein Hund zum Baden. Und diesen Ball will er auch zum Baden heute mitnehmen. Den kann man dann füllen und da gibt es so einen Kamm dazu. Voll süß. Und ich muss jetzt... Ach ja, und einer hat mir unten in die Kommentare geschrieben, wo ich gesagt habe, meine Kamera geht wieder. Und wer hat ihr jetzt alles Geld überwiesen? Ich kann dich beruhigen, keine Sorge, mir hat keiner Geld überwiesen. Ich wollte das ja, wie gesagt, nicht. Und ich würde es auch vorher nicht machen, bevor ich meine Kamera nicht versucht habe, heile zu bekommen. Also so ein Scheißmensch bin ich jetzt auch nicht, ne? Also wenn ich das... würde ich sagen, hätte ich Geld von euch bekommen und ich mit meiner Kamera heile kriegen, würde ich dann das ganze Geld an die Leute wieder zurückschicken. Oder wie auch immer, ne? Also mir hat keiner was zugeschickt, ich habe das nicht gemacht und ja, das würde ich niemals machen. Leute, ich könnte mich gerade richtig aufregen. Ich warte immer noch, bis mein Ex-Mann meinen Sohn jetzt nach Hause bringt. Er ist immer noch nicht da. Er hat gesagt, um 15 Uhr sind die da, jetzt haben wir schon 16.02 Uhr. Keine Ahnung, ich warte schon die ganze Zeit, weil wir wollten ja spazieren gehen, noch eine kleine Runde, bevor es dunkel wird. Und dann wollte ich hier Pommes machen und Nuggets. Ja, das ist keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit hier am Aufräumen, am Warten. Ja, ist immer noch keiner da, das regt mich gerade so auf. Ich habe schon aber zum Glück alles fast geschafft. Ich muss nur noch das hier, die zwei... Tüten in den Müll bringen, das noch in die Wäsche. Katzenklo habe ich gerade gewechselt, Badezimmer, Toilette geputzt, alles sauber. Ja, Kinderzimmer habe ich gerade Sachen zusammengefaltet und ich muss gleich nur noch Schlafzimmer Wäsche machen. Ich wollte unbedingt noch raus und es wird schon langsam dunkel und ich könnte kotzen, ehrlich. Jetzt hier im Badezimmer muss ich auch noch, ich habe jetzt diesen Schrank zur Seite geschoben, da durchgewischt, dann muss ich noch ein bisschen gleich putzen. Oh Gott, ich weiß nicht. Jedes Mal das Gleiche. Ich könnte gerade kurz, ehrlich. Weiß ich gar nicht, wir schaffen jetzt noch spazieren zu gehen. Langsam bekommen wir auch Hunger. Wir frühstücken jetzt Zeit voll spät. Weil wir lange schlafen. Ich bin ein Hai. Das ist ein Hai. Ein süßer Hai. Schneit ganz wenig. Ja, super, ey. Ich lade jetzt meine Kamera ein bisschen auf und gucken, wann die endlich auftauchen, wo ich aussehe.
So, Lian ist endlich zu Hause. Er hat mir sowas mit. Oh nein. Hat er mitgebracht? Und Schatz, freust du dich wieder zu Hause zu sein? Ja, ne, wir haben dich vermisst. Mein Baby. Ja, die ganzen Sachen muss ich jetzt gleich noch auspacken, was Lian jetzt alles mitgebracht hat. Hier sind auch noch Weihnachtsgeschenke und sowas drin, ne, weil er war bei Papa. Das mache ich gleich alles. Wir haben dich auch noch neue Spiele. Können wir irgendwas heute Abend spielen? Rausgehen wir nicht mehr. Ja, rausgehen wir nicht mehr, weil es wird schon langsam, wir sehen können, dunkel. Und Lian hat keine Lust, hat schon Hunger. Aber klar, weil die so lange gebraucht haben. Typisch mein Ex-Mann, echt kotzen. Egal. Dann gehen wir morgen raus. Ich mache dann jetzt einfach Nuggets, Pommes im Backofen und dann essen wir erstmal, dann melde ich mich gleich. Abends gehen die Kinder baden, ich gehe baden. Und dann gucken wir vielleicht einen Film oder so. Genau, ich melde mich gleich. So Leute, ich mache jetzt noch diesen Karotten-Knoblauchsalat. Da braucht ihr einfach nur Karotten. Macht ihr das in Dings Raspel-Ding. Da kommt der Knoblauchzehe und Mayonnaise, Salz und Pfeffer. Und ihr habt einen leckeren Salat. Ich liebe den. Einfach nur Raspel. Genau, ich und Luis essen den voll gerne, aber Lia nicht. Ja, und Pommes dauert noch ein bisschen. Ich hab schon selber Hunger, voll spät Mittagessen heute. Ich glaube, es ist eher Abendessen. Mit Wolf, ne? Rotkäppchen. Ja, mit Rotkäppchen. Heute dürft ihr ein bisschen ein Glas Cola. Bitte schön. Ihr in der Kamera, frohes Neues. Frohes Neues. Hier, Schatz, Brüder wieder vereint, ne? Ja. Mal wohl trinken. Jetzt und ich werde mich jetzt auch langsam von euch verabschieden. Das passiert auch nicht mehr viel. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Ich gönne jetzt noch vor 18 Uhr mein Essen, dann esse ich nichts mehr. Ich versuche ja nach 18 Uhr nicht mehr zu essen. Genau, nach dem Essen bearbeite ich mein Video, dann gehen wir baden, spielen vielleicht noch ein Spiel abends zusammen, gucken Filme. Deswegen hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir mal Feedback da, einen Daumen nach oben, abonniert fleißig meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Ciao.